Der Nepomuk-Saal im Enz-Museum Kastenreit bei Weiher bot den würdigen Rahmen für die Präsentation des neuen Urkundenbuches der drei Märkte Burgstall, Ipsitz und Weiher. Zu wahrer Urkund dessen, so lautet der Buchtitel, in dem das historische Urkundenmaterial dieser drei Märkte aufgearbeitet wurde. Der scheidende Amtsleiter der Marktgemeinde Weiher, Franz Schörkhuber, begleitete dieses Projekt und er ist sichtlich stolz darauf. Das ist nämlich ein Werk von Experten. Das ganze Angezettelte und Auslöser von allem dem ist der Brundtl Ade und seine Liebe gehört vor allem unserem Archiv. Und nachdem er ja das nicht allein alles machen kann, er hat sehr viel Vorarbeit geleistet und arbeitet nach wie vor im Archiv ehrenamtlich, hat uns den Herrn Magister Breschl vorgestellt und da haben wir den richtigen Enthusiasten haben wir da für unser Archiv da gewinnen können. Das Weiherer Marktarchiv war jahrzehntelang in einem Ort Dornröschenschlaf und es ist immer mehr geworden. Also jeder hat dort irgendwas abgelagert und es ist an der Zeit geworden, dass man endlich einmal das so ordnet, sortiert, nachschaut, damit man überhaupt weiß, welcher Bestand da ist. Und das letzte Mal war das der Georg Grüll, der hat 1937 das erstmals geordnet. Und eigentlich ist seine Ordnung noch immer die bis, sagen wir, zum Jahr 2005 die maßgebliche gewesen. Und dann habe ich langsam begonnen, überhaupt einmal das vorzusortieren in Schachteln. Wir haben hunderte Schachteln gekauft, beschriftet und nur sehr grob einmal vorgeordnet nach Jahren, nach Themen, haben vom Weiherland die Restbestände von der Gemeindezusammenlegung auch dort eingearbeitet. Aber dann kommt irgendwann der Punkt, wo man, wenn man Beruf hat und Gemeinde ist, wo man dann das nicht mehr machen kann in der Freizeit. Und vor allem, es sollte ja auf professioneller Grundlage passieren. Und so ist uns der Martin Breschl in den Schoß gefallen. Und für Magister Martin Breschl war es eine große Herausforderung. Man glaubt immer, dass diese Sachen langweilig sind. Das kann ich leider nicht bestätigen, oder zum Glück. Es waren sicher sehr fordernde Stunden, alles, vor allem was das Lateinische betrifft oder das Altitalienische und auch manche deutsche Urkunde des Mittelalters hat mich Nerven gekostet, aber es war trotzdem, es ist eine Sache, die man einfach mit Begeisterung machen muss. Und wenn man die Begeisterung zu der Liebe zu den alten Sachen nicht hat, ist dieser Beruf halt nichts für einen, aber ich glaube, ich habe mich da ganz wacker geschlagen. Bei der Durchforstung des Weiherer Archives tauchten ganz besondere Urkundenschätze auf. Zwar ist es eine Notariatsurkunde aus dem Venedig des 16. Jahrhunderts, wo ein Weiherer Händler im sogenannten Fondaco di Teschi, also im Handelshaus der Deutschen, ein Testament geschrieben hat, das dann in Weiher gültig sein sollte. Und damit es auch wirklich gültig ist, ist er dann auch persönlich zum Dogen gegangen, also zum Herrscher von Venedig, und hat sich das bestätigen lassen. Außerdem war selbst der Notariatsakt nicht genug. Das Besondere an dieser Buchneuerscheinung ist auch, dass die Urkunden aus Sicht der heutigen Zeit betrachtet wurden. Und für diese Analyse konnte man den erfahrenen Weiherer Notar Dr. Kurt Abfolterer gewinnen. Ich wurde ersucht, die Urkunde aus der Sicht des heutigen modernen Notariats darzustellen, wie das geschieht, praktisch vom Grundherrn bis zum modernen Rechtsdienstleister, vom mittelalterlich kirchlich gebundenen Notar zum Jus Manager, wenn ich das so sagen darf. Und ich habe versucht, das Notariat und die Urkundenfunktion der heutigen Zeit darzustellen. Die anwesenden Bürgermeister Gerhard Klaffner aus Weiher und Josef Hofmacher aus Ipsitz sind stolz auf ihre Urkundenschätze. Es wurde immer darüber gesprochen, aber wirklich, was wir für einen Schatz haben, das war uns eher nicht bewusst. Ja. Aber es ist wichtig, wenn es Leute gibt wie den Magister Breschl, der einem immer wieder oder der einem die Augen öffnet oder überhaupt das Archiv öffnet, weil heute sind wir ein bisschen oft bequem, dass man so die kohärente Schrift, die alten Schriften auch liest, können wir auch nicht. Ja. Und wenn man dann das wirklich lesbar macht, dann ist das schon sehr wichtig. Wir wissen es schon lange, dass wir da wirklich einen Schatz in unserem Archiv haben. Das Thema war immer, Ordnung hineinzubringen, alt,
das, was da ist, auch zu sichern, zu katalogisieren, damit es auch jederzeit gefunden wird, jedes Schriftstück. Und da hat sich vorweg schon die letzten Jahre immer der Dr. Ari Brundaler, unser Vizebürgermeister, damit beschäftigt. Und jetzt gemeinsam, also vor allem in den letzten Monaten, hat sich Magister Prischl dieser ganzen Sache angenommen. Und ich glaube, haben wir so bis 1800, 1850 herum einmal alles aufgearbeitet, geordnet. Und ja, jetzt ist heute das Buch also vorgestellt worden, wo einmal die ganzen Dokumente aufgelistet sind. Und was besonders erwähnenswert ist, die gute Zusammenarbeit der drei Märkte, nämlich mit der Marktgemeinde Burgstall, Übsitz, wo heute auch der Bürgermeister da war bei der Buchvorstellung, und Marktgemeinde Weiher. Das ist eine super Sache und ich freue mich schon auf die nächste Sache, nämlich Magister Prischl wird ja in unserem Archiv dann noch weiterarbeiten. Diese Gemeinde, ja sogar bundeslandübergreifende Initiative, ist ein Vorzeigeprojekt, welches man mit einem Zitat des Schriftstellers André Malraux untertiteln kann. Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern.